Wir haben heute die konstituierende Sitzung, wo wir die Verteilung der Direktionen besprochen haben. Viele fragen sich, wie findet dann da genau statt? Es ist am Anfang so, dass man mitteilt, welche Direktion man sich vorstellen könnte, und da kann man auch mehrere mitteilen, wo sind die Wünsche. Und dann fängt die Diskussion an. Bei der Diskussion schauen wir genau an, was ist für eine Direktion wichtig, braucht es eine Kontinuität, was bringt der einzelne Stadtrat mit oder Stadträtin, wo sind die Leidenschaften, was wird von der Bevölkerung vielleicht auch erwartet, was sind Wünsche, die man von der Bevölkerung mitbekommen hat. Das Ganze schaut man dann an und sucht dann eine Lösung, die für das Ganze passen soll. Also für die Stadt, es soll etwas sein, das dann verhebt für die nächsten 4 Jahre. Wir haben jetzt da mal eine gute Lösung, konstruktiv können die Diskussionen machen. Ich werde die Direktion Inneres und Finanzen übernehmen, weil man klar gesagt hat, Bau wäre für zusammen mit der Präsidiumaufgabe zu gross. Und so habe ich auch wirklich auch Zeit und Kapazitäten für die Direktion Inneres und Finanzen. Und wir haben ja doch noch sehr schwierige Themen in der nächsten Zeit mit den Finanzen, die wir für die Stadt schauen müssen, dass wir gute Lösungen haben. Wir haben Matthias Gabetuler, der neu ist. Er wird Bildung und Freizeit übernehmen. Und Markus Buschor, der auch schon Stadtrat war, der Projekt von Direktion Planung und Bau ja als Stadtrat kennt und noch grundsätzlich einen Hintergrund hat als Architekt, kann dann die Direktion Planung und Bau übernehmen. Bei den anderen zwei Stadträten und Stadträtin Sonja Lütti und Peter Janz werden wir keinen Wechsel vornehmen. So ist dort in diesen zwei Direktionen die Kontinuität gewährleistet. So sind wir überzeugt, dass wir eine sehr gute Lösung gefunden haben. Ich verlor gegen Ende Jahr mit einem weinenden Auge mein Amt als Rektor von einer Kantonsschule in der Stadt St. Gallen und bin sehr gespannt auf heute Morgen, was denn in dieser Diskussion im Stadtrat denn auf mich zukommt. Und jetzt darf ich mit wirklich Freude sagen, dass ich weiterhin die Bildung dienen und die Direktion Bildung und Freizeit leiten in den nächsten 4 Jahren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit vielen engagierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich wünsche uns als Gesamtstadtrat auch gute Hand, um alle die Herausforderungen, die in dieser schwierigen Zeit auf uns zukommen können, Antworten bieten. Der Stadtrat hat heute Morgen in intensiven Diskussionen Direktionen für die neue Legislatur neu verteilt, neu bestimmt. Ich habe diese Sitzung mit einem weinende und einem lachenden Auge dürfen verloren. Das weinende Auge, weil ich meine neu liebe Bildung, die ich dürfen aufbauen in den letzten 8 Jahren mit tollen Mitarbeitenden, jetzt verloren. Und das lachende Auge, nicht weil ich jetzt nach 8 Jahren endlich Baudirektor bin, sondern das lachende Auge wirklich, weil ich mich sehr freue auf die neue Aufgabe, auf die neuen Mitarbeitenden.